bin ich wieder. Also. Ein Charakter muss noch her. Wir haben die Torwallerin, was Kämpferin ist, Amazone. Wir haben den Zwerg, auch direkt vorne am Mitmischen. Wir haben den Zauberer, der heilen soll und ein bisschen Angriffsattacke noch machen soll, vielleicht magisch. Wir haben die Hexe, die magisch vielleicht angreifen soll und ein bisschen heilen soll. Ich weiß nicht genau, wie das ausgeht. Das ist so der theoretische Grundgedanke. Das Gerüst hier. Die Waldelfe haben wir, gell? Die sind mit dem Bogen noch was. Also brauchen wir noch irgendwas, was vorne mitsteht. Dann würde ich sagen, machen wir einen Krieger noch dazu. Was gibt's noch alles? Die Figuren sind echt der Hammer. Alter, da pustet meine PS4 Pro aber nachher aus dem letzten Loch bei der Polypracht, Alter. Das ist wie durchs Fancy selbst. Du musst dich für das geringste Übel entscheiden. Da kannst du echt nicht so sagen, ey, das is it. Das ist halt nicht. Ne? Komm, wir nehmen die Pfeife. Gut. Würfeln wir den mal aus. Mut braucht er ordentlich. 13 kriege ich gleich zu verteilen. Mache ich. Nochmal 13er Wert. Was haben wir denn noch, was wir verteilen müssen? Körperkraft kriegt er auch volles Rohr. Positive Eigenschaften. Den Wert 9. Gewandtheit. Ah nein, den hätte ich höher machen sollen, glaube ich. Zu spät. Aber ich kann noch über verbessern gehen. Ne? Ja, nee, da gehe ich nicht rein. Das war besser, Menü. Das hat mich vorhin angekotzt, als ich nicht rausgekommen bin. Echt. Das hat gar keinen Spaß gemacht, da wieder rauszukommen. Vielleicht muss ich dann 3 Werte machen. Dann hat er mich rausgelassen oder so. Aber da lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein. Echt überhaupt nicht mehr. So. Besonders helle ist er nicht. Braucht er eigentlich auch nicht. Aber das sollte er schon ein bisschen können. Charisma. Aber glaube. Höhenangst, keine Raumangst darf er auch nicht haben. Totenangst darf er auch nicht haben. Neugier darf er hoch haben. Jetzt und darf er sogar noch ein bisschen Goldgier. Aber glaube hat er. Machen wir Höhenangst mal lieber nicht. Das ist auch 2. Jetzt und sie. Na! Okay, jetzt muss ich da rein. Ich muss da rein. Echt kein Bock auf dieses Scheißmenü. Ja. Hä? Der lässt mich nur 2-mal was machen, oder was? Was ist jetzt? Das ist ja echt zu kotzen, dieses Menü. Echt? Das mag ich so überhaupt gar nicht. Toll. Hat er mir Intuition noch was abgezogen? Ich muss noch mal rein, weil ich ja die jetzt auch noch runterkriegen muss. Scheiße. Ich wirf es gleich nochmal neu aus. Bam, jetzt sind wir richtig. Aber er lässt mich wieder nicht raus. Ich muss wieder noch was verändern. Dann tun wir den jetzt dann aber nochmal runterkriegen. Auf 3 wenigstens. Ne? Und dann werde ich irgendeinen Kokolores-Wert, den er nicht braucht, noch beeinflussen. Hatte ich Klugheit 8 gehabt?
Okay, dann wird das vielleicht geswappt, dann die Punkte. Whatever. Ja, das braucht er auf jeden Fall. Ja, sollte auch ein bisschen haben im Kampf, ne? Dann kriegt er den wieder weg. So. Dann hat er Klugheit wieder. Ach, der Rest stimmt jetzt aber auch nicht. Ich kann das alles endlich verlassen. Gut, es müssen wir eigentlich fertig sein, nicht?